herzlich willkommen hier bei den Dumanis, liebe Freunde. Ja, wo sind wir? Wir sind in der Nähe von Lüneburg. Hauptkanal, könnt ihr gerne mal sehen. Da haben wir uns mal ein schönes Auto angeguckt. Oder zwei schöne Autos angeguckt. So, jetzt wollen wir auch mal was essen. Wir sind in Lüneburg. Jan hat gesagt, in Lüneburg gibt es auch schönes Essen. Jetzt gibt es aber, haben wir gesehen, viele, viele türkische Restaurants. Wir gehen mal was essen. Schauen wir mal. Guck mal hier, das ist doch was für dich. Oh, das sieht aber richtig gut aus. So. Muss die Kamera schon. Das sieht gut aus. Wo ist das? Das ist hier in der Nähe, das heißt Merba. Okay, fahren wir vielleicht hin zu Merba. Vielleicht kennt das ja jemand von euch hier aus der Nähe. Na, guck mal hier auch, Börek. Oh, schön, sieht gut aus. Ja, ja. Ja, okay. Deswegen. Dann fahren wir mal nach Merba. Schauen wir mal, was da in Merba gibt, ne? So, liebe Freunde, ich finde, Lüneburg sieht richtig schick aus. Ich war hier, glaube ich, einmal durchgefahren. Aber richtig schöne kleine Stadt. Jan war hier ein Jahr lang. Genau, Jan hat uns das erzählt. Er hat nochmal gesagt, hier ist nichts los, aber doch, alles schöne Stadt. Wir sind hier bei Merhaba, aber es ist ein Imbiss. Nee, nur wollte ich jetzt nicht ein Imbiss. Ne? Okay, wir fahren weiter zum nächsten. Haben wir erstmal abgegeben, weil es ist so ein Stehimbiss. Ja, ich wollte schon ein bisschen sitzen. Oh, wir sind hier schon auf dem Platz hier von denen. Auch gut aus, aber schauen wir sind mal. Hier auf den Hauptplatz gekommen. Kein Plan. Jetzt keine Ahnung, wir haben den Laden gefunden. Ich muss ja noch mal rumgehen. Und ist er dann hinten irgendwo? Ja, da kommen wir jetzt auch so nicht ran, ne? Oder? Haben wir uns ein bisschen hier verfahren oder keine Ahnung. Schauen wir mal, wo er uns jetzt hinbringt. Ne? Auch coole Stadt, wirklich. So eine kleine City. So, sehr schön. City, ne? So. Ja, Lüneburg. Schön. Wirklich nice hier alles. So, links, rechts oder wie fahren wir? Links, genau. Hier links. Jo, okay. Jan kennt sich hier wohl besser aus hier. Und ich mag auch sowas, ne? So diese alten Flair drin, Altstadt. Auch wenn ich hat was. Auf jeden Fall hat was. Cool, was ist hier los? Das ist ja richtig Action hier. Lüneburg, ey. Ich dachte, hier ist eine ruhige Stadt. Wo lang? Hier ist so schöne kleine Gassen. Cool, also hier soll. Wie heißt der Laden jetzt nochmal? Das versuchen. Urfa. Mangal. Urfa Mangal hört sich immer gut an. Bei Urfa Mangal denken wir mal, da wird wohl vieles geben, was man. Aber das sieht so richtig urig aus hier, ja. Als wenn man in Holland ist. Wirklich, als wenn man irgendwie in Urlaub hier ist. Schön. Cool. So, hier soll hier irgendwo sein. Hier, Urfa Mangal. Haben wir gefunden. Super, super. Aber jetzt müssen wir erstmal einen Parkplatz finden. Der sieht auch mal sehr unscheinbar aus. Aber wollen wir gucken. Das hat auch nicht so vorne. Das sah schon richtig nice aus hier. Wollen wir mal gucken, was sie haben. Oh, Cubage haben sie da. Wei, wei. Schöne Dinge. Position also ganz ungenau. Cool ist hier, wenn Jan hier den ganzen Mittag gegessen hat hier, ne? Aber warte mal. Was? Ich habe diese Woche, wir waren dreimal draußen essen. Ja, das stimmt. Wir gucken mal. Hier aber sieht schick aus. Der Laden ist richtig nice. Richtig schick. Aber Digi, sorry, ne? Alter, der knallt hier richtig, Junge. Der knallt hier richtig. Was? Aber weißt du was? Wir waren ja schon was. Ewigkeit nicht türkische Restaurant. Nein, wollten wir ja auch nicht, ne? In der Türkei immer. Also Preise sind Mashallah, ja? Schatz, ja? Ja, ist jetzt nicht viel, also muss ich jetzt sagen. Die Größe ist jetzt nicht da. Normal. Ja, normal. Ja. Also bei uns in Kaya, der gibt ihn dreimal. Und, sag mal jetzt was. Ja. Nee, ist gemischt so ein. Ne? Sorry, die Welt reißt der Döner jetzt nicht raus. Ist ein normaler. Ne? Ich wette, mit dem Pamukkale wäre besser. Warum eigentlich Sucuk? Keine Ahnung, wollte ich auch mal gerne mal probieren. Aber heute Cola. Super, Dame. Sucuk. Ja? Guten Appetit. Danke. Lüneburg, haben wir hier bei Urfa gegessen. Ja, sehr Standard. Also war sehr, ich habe nur über die Preise ein bisschen erstaunt. So, Pide 15 Euro, 14 Euro, Döner 15,50 Teller für so eine kleine Stadt, finde ich. Und entweder ist hier zu wenig Konkurrenz, weil bei uns, was kosten wir uns auch? Ja, aber Dings, doch, ist viel Konkurrenz. Portion war ein bisschen klein. Ja, Portion war, also Pide hat mir voll gelangt, klar, aber der Döner-Teller war auch okay. War okay. Also ich finde, oder entweder kommt mir das so, dass alles so teuer ist. Ich glaube. Ich habe jetzt hier 35 Euro bezahlt. Jetzt für zwei Leute. Jetzt wollen wir auch nicht meckern. Ist okay, 35 Euro, oder? Du, aber weißt du was?
wir sind noch an die türkischen Türkei war ja auch schon teuer, aber 35 war Euro. Auch teuer, aber war auch... Okay, wenn du jetzt so überlegst, 35 Tage, zwei Leute, ist auch okay. Ist okay. Aber ich war nur geschockt, als ich gesehen habe, eine Merjemek kostet 7 Euro. Das hat mir so richtig so... Überleg mal, Merjemek. Es sind einfach nur Linsen. Du weißt, ne? Ich mache aus 7 Euro kann ich, keine Ahnung, wie viele Merjemek kann ich machen? Weil ich finde es für eine kleine Merjemek super walla teuer, oder? Ist auch, weil es sind nur Linsen, da ist kein Fleisch, da ist gar nichts drin. So, hast du Navi an? Wo lang müssen wir los? Wir müssen hier jetzt gleich. Also ich fand es wirklich 7 Euro für eine Merjemek, finde ich wirklich brutal, trinke ich nicht. Tut mir leid, das ist schon im Prinzip 7 Euro ja für eine Merjemek. Ich kann mir vor allem verstehe ich, da ist viel Arbeit, aber bei der Merjemek ist doch nicht so viel Arbeit. Da muss man so 5 Euro, wäre schon wirklich okay, 5 Tacken für eine Merjemek. Ja, ne, aber 7 Euro für so eine Linsensuppe, Alter, Linsen kosten da 2 Euro, 3 Euro. Alter, da machst du für einen 10er, wie viele Teller machst du denn ja? Viele. Also sorry. Das ich sag's dir. Und ich trinke gerne so eine kleine Suppe als Aperitif. Finde ich gut. Musst du vorne rechts oder links? Links, ne? Du musst links. Also, sorry, Freunde. Also, es war geschmacklich also, es war okay, jetzt, aber soll ich dir was sagen? War okay, also war jetzt... Genau, hier, aber soll ich dir was sagen? Ja. Ich glaube, Merba hätte gegeben. Ja, aber Merba war so ein Stehenmiss. Da wollte ich jetzt auch nicht im Stehenmiss, ich wollte so eine Pide essen. Nein, da waren Tische. Ja, Tische zum Stehen waren da und vorne die Bänke waren da. Ach, keine Ahnung. War wirklich okay, war jetzt nicht so Der Laden war sehr sauber, muss ich sagen. Ja, weißt, was und meine? Auch sehr schick eingerichtet. Schick eingerichtet, super Laden. Lüneburg, auch eine tolle Stadt. Wir sind ein paar Mal rumgefahren, aber noch nie was hier gemacht. Wie gesagt, Jan hat hier seine Meisterschule beendet. Ich finde es gut. Wir haben sogar ein eigenes Kino, Schatz. Ja, ist ja groß, Lüneburg. Ne? Also, liebe Freunde, ich sag mal, ist okay, muss man natürlich schmecken. Fleisch war sehr salzig. Ich mag Salz. Ich esse auch viel salzig. Da habe ich aber auch schon gesagt, so, ey, boah, ja, gut salzig. Eiran war auch super salzig. Finde ich gut, hat mir gepasst, aber ein anderer hätte gesagt, nein, ist mir zu salzig. Da war der Koch fallen. So, liebe Freunde, genau, Hauptkanal könnt ihr sehen, zwei Autos geguckt, warum wir in Lüneburg waren, deswegen haben wir auch hier gegessen. Wir wollen jetzt nach Hause, morgens wieder Arbeit, schauen wir mal, was abgeht. So, ihr habt gesehen gehabt, wir waren in Lüneburg. Ja, warum war ich in Lüneburg? Weil ich in der Nähe natürlich diese beiden Autos angeschaut habe, habe gesagt, komm, essen wir mal was Schönes. Haben da geguckt, in den einen Laden war so ein Imbiss, keine Ahnung, hätte auch vielleicht, wäre ich mal vielleicht in den Imbiss gegangen, weiß nicht. Dann waren wir bei dem Kurs Urfahrer oder sowas. War okay, ein kleiner Schmuckerladen. Ja, Geschmack war auch okay, muss man jetzt auch nicht meckern. Wirklich Standard, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber Lüneburg finde ich geil. Eine coole Stadt, eine kleine Stadt, viel Altes. Ich mag sowas auch natürlich. Ne? Richtig so eine Bummelstadt ist das. Finde ich gut. Ja, Preise im Laden, vielleicht kommt mir das so selber vor oder was. 55 für einen Döner, ist es gerechtfertigt? Ich weiß es nicht. Vielleicht ja, durch die ganzen Kosten oder nicht. Also wir haben dann 36 Euro für alles bezahlt gehabt. Das heißt, zwei Getränke, einmal so eine Pide. Ja, ist ich denke, ist dann okay. Ne? So, was machen wir? Ihr wisst es, jetzt haben wir angefangen mit der Renovierung. Wir haben jetzt Handwerker reinbekommen. Die haben gestern schon Material mitgebracht ins Haus. Ihr wisst, dass die eine Wohnung mit dem Wasserschaden, das musste ja gemacht werden. Dann haben wir eine Firma gefunden, die wollte erstmal machen. 8 Wochen später irgendwie abgeblasen das Ding, wollten doch nicht machen. Dann habe ich eine andere Firma, die haben aber irgendwie für den Zimmermann irgendwie keinen gehabt, auch einen Termin reinbekommen. Es ist immer so getrennt, der Zimmermann muss erstmal ran und dann kann irgendwie das Bad oben gemacht werden. Jetzt habe ich einen gefunden, der macht jetzt die Zimmermann-Geschichte heute und dann kommt er, ich hoffe mal so in 10 Tagen, ist die Bude auch fertig. Ich nehme euch nachher mal mit, im nächsten Video vielleicht mal, wie wir das da wegreißen. Wir helfen dann natürlich ein bisschen mit, dass es mal ein bisschen günstiger wird, weil mal die Entsorgung von den Dingern machen wir. Dann geht es nochmal richtig weiter, dass wir da die Renovierung richtig starten. Wir leben ja auch da, wir sind auch richtig glücklich in der Pension. Das Ding läuft, wir haben Vermietung, alles ist gut. Haben wir gestern mal so einen Gast gehabt, das war auch mal wieder sehr interessant, auch irgendwie aus dem südländischen Dings. Wollte gerne ein Zimmer haben für eine Woche. Naja, er wollte unbedingt ein Apartment haben. Kamera ist ein bisschen blöd. Das einen einzelnen Eingang hat. Und dann sagt er, ja, wieso? Nee, er wird gerne ein Apartment haben und mit einem Einzelnen. Wir haben da zwei Apartments mit Einzeltür und die anderen musst du dann vor rein und dann rechts, links reingehen und sowas. Ne? Tui hat gesagt, ja, tut mir leid, also wir haben jetzt nur die frei sind und die anderen sind belegt. Ja, kann ich mir dann so ein Apartment auch angucken? Nee, die sind doch belegt, was ist denn damit, wenn die da nicht da ist? Und dann hat er gefragt, ja, wieso kann man auch von hinten reinkommen und. Du hast gesagt, man wird sehr merkwürdig, die Fragen von ihm, warum er so ein Apartment will mit Einzeltür, warum man da von hinten nochmal rein kann und.
So, dann ist mir natürlich die Idee gekommen, okay, will er das Ding alleine mieten und seinen Kumpel da abends reinbringen? Ich weiß es wirklich nicht. Das muss ich jetzt auch mal beobachten. Vielleicht denkt er sich, okay, ein Apartment, abends kommt noch sein Kumpel und dann sparen sich da die Kohle oder was. Sehr merkwürdig, schreibt man in die Kommis rein. Ist es so, ist es nicht so? Ich weiß es wirklich nicht. Ja, Kamerasysteme bin ich an ein paar Firmen dabei. Wollen wir mal drüber reden, dass da mal ein, zwei Kameras sind da, aber so richtig viel sieht man da nicht. Wir wollen da schon ein Kamerasystem mal irgendwie gucken. Vielleicht ist da auch eine Firma, die mich mal vielleicht mal anschreiben kann. Klar, nee, auch nicht jetzt hier überteuert oder was, aber Kameras müssen da überall einmal hin. So, liebe Freunde, das war mal so die Geschichte, wo es jetzt mit der Pension losgeht. Mit Renovierung fängt an, aber wie gesagt, wir machen Step by Step die Reparierung. Ich kann nicht komplett alles rausreißen, neu machen, da fehlt uns die Einnahmen. Also werden wir so machen, dass wir jetzt hier erstmal die Wohnung von Sander oben, der ist jetzt raus, der wohnt jetzt oben bei uns, da oben die Renovierung weitermachen, dann ist das Ding erstmal durch. Und da können wir auch schon weiter vermieten oder irgendwas machen. Dann geht es natürlich weiter Stück für Stück die Zimmer ein leer machen, zwei, drei Wochen einmal renovieren, zu den nächsten. So wird natürlich bis Ende des Jahres oder bis Anfang nächstes Jahr wird es bestimmt wieder reingehen, ne? Ja, was gibt's Neues hier bei uns? Ja, Katze kommt super klar. Der versteht sich mit Rambo top, mit Rocky leider nicht. Der Rocky ist da jetzt nicht so, ich habe keine Ahnung, ich lasse ihn immer so ein bisschen an der Leine, ein bisschen beschnuppern, aber der Rocky ist nicht so der Fall mit der Katze. Aber Rambo ist geil. Also Rambo und die Katze, die verstehen sich gut. Gestern saßen wir im Raum und dann hat die Katze immer Rambo angesprungen, auf ihn rumgespielt. Hat Rambo keinen Bock mehr gehabt. Er hat gesagt, komm, lass mich aus dem Zimmer raus. Ich habe keinen Bock mit der Katze. Also sehr lustig, sehr interessant. Freunde, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Weitere Geschichte kommt. Türkei-Blog muss ja auch wieder bald losgehen in 5-6 Wochen. Renovierung geht natürlich hier weiter. Abonnieren, Like nicht vergessen. Sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.